Sechster Pereiner, Effortstunde. Kreischen von Chimären und Stöhnen von Verwundeten drängt an euer Ohr. Die Sicht ist verschwommen, das Blickfeld eingeschränkt. Ein stetiges Fiepen. Es raubt euch den Verstand. Der Kampf ist beendet und nun stapeln sich hier die Toten zu Bergen auf. Abgesprengte Gliedmaßen von schwarzem Wasser und Schleim bedeckt, zeugen von der Explosion, die Palligan beschworen hat. Das brennende Dach verlischt langsam durch den noch immer prasselnden Regen. Es ist bitterkalt. Eure Kleidung ist durchnässt von Blut und Wasser und der schneidende Wind des Sturmes fährt euch unter die Kleidung. Die wärmende Umarmung des Kantors Balsam Salabunde ist verloschen und nun steht ihr drei nebeneinander und blickt auf die rauchenden Trümmer. Durch den Matsch, durch den Regen stiefelt euch Oberleutnant Thioma Dreisperger entgegen. Wartet an den Leichen entlang, kommt auf euch zu. Neben euch könnt ihr noch die anderen Offiziere, die lebenden Offiziere der Seeadler erkennen. Unter anderem Helena Fackelhand, die vierte Bordmager, Jadwiga von Luring, die Vizekapitana von Rateralsanin, Vibun den Stählernen, das Hassopfer von Jalan und Trismagena, die erste Bordmager. Wir haben soweit aufgeräumt. Allerdings ist uns einer entkommen, stand plötzlich auf. Der Fette, der in eine schwarze Robe gehüllt war, sagte irgendwas von Transversales oder so und war dann weg. Die anderen habe ich alle geköpft. Restlos kaputtgeschnitten. Ebenso wie das Endurium-Korb. Was machen wir jetzt? Einer entkommen, verdammt. Wir müssen unsere Toten einsammeln. Wir müssen eine zumindest vorläufige Grabrede halten, um Boron zu beschwören, dass er ihre Seelen rettet. Hoher Herr, sollten wir nicht vielleicht dem Kapitän hinterher? Ich habe ihn hinter die Herberge irgendwo rennen sehen, er rief etwas von der Arche. Ach, ja, dann, wo ist er überhaupt? Ja, wir müssen ihm hinterher. Ich habe nicht viel mitbekommen, ich glaube, er ist dahin gerannt. Ich glaube nicht, dass er fliehen wollte, es sah eher wie ein Angriff aus, aber auf unser Schiff. Da ist wohl noch irgendwas passiert, zumindest ist es weg. Na, großartig. Nichts, das wir tun können. Wir haben kein Chef. Also gut, ich muss mich noch einmal verabschieden und auch entschuldigen für diesen Verrat, den ich doch mit angesehen habe. Was auch immer Turike von Hablet dazu geführt hat, dass sie euch angriff. Sie schaut Kiaras an. Es tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen, dass sie zu solcher Tücke imstande war. Ihr müsst wissen, dass wir seit einiger Zeit einen Verräter an Bord hatten. Ich hoffe, das war er und es gibt keinen weiteren. Und ihr seid nicht auf die Idee gekommen, uns das vorher zu erzählen. Wir haben den Ausgang dieser Schlacht verloren dadurch. Dass wir einen Verräter an Bord hatten, ist höchste Geheimhaltungsstufe. Es wurde nur den führenden Offizieren verraten. Und ihr seid kein Offizier der Seeadler. Ich erwarte allerdings einen ausführlichen Bericht, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und wir werden uns wiedersehen. Ich habe allerdings noch einige Dinge vor. Ihr seht, dass die Kämpfe dort draußen immer noch weitergehen. Trismagena, wir müssen weiter. Die Dame. Ich wünsche euch Glück und natürlich verlange ich auch einen ausführlichen Bericht. Separat wird Folgen haben. Doch ich hoffe, wir können in Zukunft wieder zusammenarbeiten. Das möchte ich auch hoffen. Wir haben den Splitter zwar nicht bergen können, aber nun ja, seht euch dieses Schlachtfeld an. Wir waren zur rechten Zeit am rechten Ort. Vielleicht können wir noch etwas, nun ja, etwas Ordnung bitte in dieses Chaos bringen. Berichtet eurem Kapitän doch, dass wir hier ein wenig gestrandet sind und einen möglichen Fluchtweg begrüßen würden. Vibun tritt vor. Wir haben noch ein weiteres Schiff. Es liegt etwas im Süden von hier, direkt an der Küste. Ich würde sagen, eine Tagesreise. Dort gibt es ein Anleger. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen, wenn ihr ihn erkennt. Dort liegt eine kleine Lorche. Zu steuern mit wenigen Leuten, ungefähr 10 Schritt groß. Die könnt ihr haben. Eine kleine Lorche und damit die blutige See durchdringen. Nun, wenn uns keine Wahl bleibt. Ihr könnt auch schwimmen, Karinor. Wir müssen. Habt ihr es jemals versucht? Also wirklich. Also gut, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Wir werden voneinander hören und dann die Berichte miteinander tauschen.
Ja, werden wir. Jadwiga von Luring nimmt die Hand von Helena Fackelhand, Trismegena die von Viborn und es, ja, sie verschränken einmal die Arme, murmeln gemeinsam den Kantus des Transversales und nur noch grauer Limbusnebel hüllt sie ein. Dann, was für ein nutzloses Pack. Dann durchdringt auch der Regen die Limbusschleier und die vier sind weg. Was machen wir wegen dem Captain? Gute Frage, was können wir wegen dem Captain machen? Die Küste entlang schauen? Wir werden Ausschau halten, doch wenn wir nichts sehen, weiß ich nicht, was wir machen können. Hat irgendwer der Männer gesehen, wohin das Schiff gefahren, gestapft, wie auch immer ist? Grob in Richtung Norden wohl. Einfach gelaufen, gesprintet, wenn man so sagen kann. Ja, wunderbar. Von hier aus werden wir keinen Blick gen Norden werfen können. So, wir gehen auf diesen Berg hinauf und dort will ich niemanden aufhaben. Wie viele Schwerverletzte haben wir? Viele. Einige Tote sind dabei. Ich weiß nicht, ich habe die Männer noch nicht zählen lassen, aber mittlerweile, nun ja, sie bergen ihre Verwundeten. Einige Heile, die wir noch mit an Bord hatten, versorgen die anderen. Ich würde sagen, wir kommen auf, sagen wir, etwas mehr als 30, vielleicht 40. Am Leben oder tot? Am Leben. Scheiße. Viel zu wenig, viel zu wenig. Wir werden nicht alle Vergefallene mitnehmen können. Nicht, wenn wir kein Schiff haben. Wir werden sie nicht hier lassen. Ich habe noch nicht genau eine Liste erstellt. Das, wer genau alles gestorben ist, weiß ich nicht. Da müssen wir nochmal durchsehen, aber er deutet einmal mit seinem Blick, zieht die Augenbrauen noch einmal zusammen, sehr düster, in Richtung Osten. Der Angriff, er geht los oder weiter, was auch immer dort passiert. Wir können dort nicht angreifen. Nein, wir sollten auch gar nicht. Wenn es ein Schiff gibt, sollten wir versuchen, es herzuholen, damit wir unsere Gefallenen darauf betten können. Und so schnell wie möglich, nun, gen Norden fahren. Vielleicht finden wir unser Schiff und den Kapitän wieder. Hi. Wie ihr befehlt. Sollt ihr das Schiff hier beladen? Hier sind 20 Meter Klippen unter uns. Bleibt uns eine Wahl. Wir werden die Gefallenen und Verletzten mit Seilen hinunterhieven müssen. Sagt er nicht irgendwas von einem Anleger? Eine Tagesreise oder so noch, oder? Wir sollten eigentlich eher die Männer dorthin bewegen, anstatt das Schiff hierhin, befürchte ich. Dann müssen wir unsere Toten zurücklassen. Keine Option. Schlimmsten Fall müssen wir halt zweimal laufen. Diese Männer sind hier gefallen für uns. Ich suche mir 3-4 Männer und schaffe ein paar Dinge aus der Taverne heran, dass wir diese Tagesmarsch schaffen können. Gut tun wir das. Ein weiteres Donnern, weitere Rotzen, viele, die dort schießen, auf der offenen See. Und wenn ihr nach Osten blickt, könnt ihr erkennen, dass jetzt gerade in diesem Moment die Seeadler frontal auf das Monster von einem Schiff zusegelt. Die Ruder ans Wasser getaucht, könnt ihr sie leise durch den Sturm, durch das Rotzenfeuer und die Schreie, die Trommeln vernehmen, hören. Sie bieten der Arche, so wie sie auf sie zusegeln, wenig Angriffsfläche. Sie rast mit einer irren Geschwindigkeit durch die Fluten. Während das Schiff durch Xeran Schiffe gebunden ist, können ihr erkennen, wie viele der Plagen wohl eingesetzt werden gegen die eigenen Männer. Zumindest gegen die von Xeran. Um das Schiff dann ganz in Ruhe, in Seelenruhe zu zerschießen, zu fressen, die Plagenbringer wächst weiter. Die Seeadler derweil nutzt tote Winkel, dreht jetzt bei. Massen von Morphus ergießen sich von oben herab auf die Planken. Myriaden von Untoten klatschen ins Wasser, brechen die Ruder ab. Ein paar Djinnen steigen auf von der Sulman al-Nasori, die einige Meilen entfernt liegt, die ebenso erschienen ist. Feuer, Wasser, Windelementare entfachen an Bord der Plagenbringer ein Chaos. Mittlerweile hat das Brandöl die Segel von Sanins Schiff entzündet. Schreie dringen von dort zu euch herüber. Fast meint ihr, erkennen zu können, den alten Freibeuter, wie er dort oben steht. Lachend, auf dem Achterdeck, das graue Haar vom Sturm zerzaust, seine Befehle brüllend. Die Geschütze der Galeere schleudern der Plagenbringer entgegen, was die Magazine hergeben.
Magisches Brandöl entzündet das Dämonenholz, flammende Lanzen folgen ihm. Die Aufmerksamkeit der Arche richtet sich nun auf die Seeadler und fast meint ihr, die Bösartigkeit ihrer Triebe spüren zu können. Wieder gehen Geschosse auf das Schiff nieder, durchschlagen Decks und Masten, doch Sarnin wendet nicht. Er benutzt seinen Rammsporn nicht, um es in das Fleisch des Schiffes zu stoßen, sondern durchbohrt eine der Seeschlangen. Ketten kreischen, Metall schreit auf und dann zuckt die Seeadler nach unten und verlangsamt plötzlich. Die Ruderer haben nun umso mehr zu tun. Ihr könnt erkennen, wie sie ihre Ruder immer und immer wieder ans Wasser tauchen. Auf dem Rammsporn der Arche ist eine Seeschlange aufgespießt worden, wird weiter nach oben geschoben und dann durch den scharfkantigen Bronzedorn in zwei Teile geschnitten. Das Schiff fährt weiter, brennend. Es nimmt wieder Fahrt auf, auch wenn jetzt nur noch ein Segel geblieben ist. Die Kämpfe toben. Einer der Djinne versucht noch das Feuer an Bord zu löschen. Ein grüner Proto-Schleim aus der Niederhölle klebt auf den Planken und färbt das Wasser blutig rot. Die Seeadler brennt und flieht. Gemeinsam mit der Sulman al-Nasuri, die ebenso abdreht, weitere Schiffe von Xeran, die untergeht, einige Dämonenarchen, die ebenso angreifen, Plagenbringer gegen andere Archen, ein weiteres Flaggschiff, diesmal allerdings bemannt von Helmer Hafax, was ebenso sich in den Kampf einmischt, die Boransdorn, die sich teilt, aufspaltet in zwei kleinere Archen und den Kampf ebenso führt. Es ist allerdings ziemlich erstaunlich, dass die Leute von Hafax, die auch mit weiteren Galeeren angekommen sind, bemannt mit Kamortgarde, die Seeadler nicht angreifen, sondern auch, wenn sie schwer verwundet ist, das Schiff komplett in Ruhe lassen und nur die Schiffe von Xeran angreifen. Der Kampf brennt viele, viele Stunden, während ihr eure Toten einsammeln könnt. Und auch darunter einer von euren etwas wichtigeren Offizieren, Ahmad Jadda al-Bakra ibn Nasreddin, ist unter den Toten. Eine Schande. Ihn werden wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Auf jeden Fall. Starten wir gleich unsere Feinde in dem kleinen Lagerhaus dort, damit wir es niederbrennen können. Eldan. Ja. Habt ihr etwas zum Zeichnen? Ich habe gesehen, wie ihr die Runen abgezeichnet hattet. Ich habe selbst führe kein Papier bei mir. Das müsste doch auf dem Schiff. Das war wohl auf dem Schiff. Wo auch immer dies jetzt sein mag. Nun, dann werden wir auch die Köpfe mitnehmen müssen. Von Abel mir. Ich weiß nicht, ob er noch weiteres besitzt. Nun, er ist auch verschwunden. Zusammen mit dem Kapitän. Verflucht. Ja. Nein, dann werden wir die Köpfe mitnehmen müssen. Was für Köpfe? Unsere Feinde natürlich. Wollt ihr alle mitnehmen? Wir brauchen einen Beweis, dass Paktira gefallen sind. Ah. Nur die Paktira natürlich. Ja, aber darauf, dass die Leichen unserer Männer voran haben. Ja, die, die wir nicht mitnehmen können, werden wir wohl in der Absteige erstmal hinbetten müssen. Wir können sie nicht beerdigen, wir können sie nicht mitnehmen. Dann müssen wir halt zweimal laufen. Wir werden die Männer hier ganz sicher nicht zurücklassen. Natürlich werden wir das nicht. Wir werden gen Süden reisen, wir werden das Schiff holen, wir werden es hier anlegen und dann werden wir unsere Toten holen. Doch wir können sie nicht einen gesamten Tagesmarsch schleppen. Es sind zu viele, wir haben zu viele Verwundete. Ihr mögt recht haben. Außerdem bin ich gar nicht so sicher, wo dieser Steg jetzt sein soll, im Süden. Na wunderbar. Wenn er überhaupt existiert, nein. Sobald unsere Gefallenen dort liegen, werde ich eine Grabrede halten. Dann werden wir uns auf den Weg machen. Wir können ja nicht viel länger bleiben. Ja, tut dies. Ja, und dann gehe ich in die Taverne. Möchte vorher noch irgendjemand was anderes machen? Nö, ich möchte nur mein besonderes Augenmerk, meinen Toten befleckten, vorausgesetzt, ich finde die überhaupt wieder in der ganzen blutigen Masse, in der die vermutlich liegen. Den möchte ich allen nochmal Kaios-Symbol schlagen und nochmal kurz für jeden von denen beten. Drei von ihnen sind noch übrig. Die anderen tot. Bin ich denn in der Lage, die wiederzufinden, die Toten?
Ja, doch, klar. Also du weißt, wo die dann ungefähr gestorben sind und kannst sie dann auch identifizieren und dementsprechend dann die letzten Segen mit auf den Weg geben. Ja, das würde mich da vermutlich auch erstmal ein bisschen beschäftigen. Ömer? Ömer geht einfach nur ins Haus und setzt sich hin, dass er nicht noch weiter durchnässt wird. Und reflektiert ein wenig innerlich, indem er auf den Boden schaut mit einem leeren Blick und über die ganzen Sachen nachdenkt, die jetzt gerade alle so passiert sind. Dann Kiaras in der Taverne. Ja. Ich schlage ein Boronrad und fange an zu intonieren. Herr Boron, unausweichlicher, blicke auf diese Menschen hinab und denn ich empfehle sie dir an. Sie gingen von uns im Dienste der Götter und ließen ihr Leben, um andere zu schützen. Nehme sie in dein Reich, dein Paradies auf und präsentiere ihre Seelen an Rondra. Schirme ihre sterblichen Hüllen vor den widerlichen Fängen der Erzfeinde, auf dass wir sie heimbringen können und bestatten können. Dann wende ich mich um, schlage noch mein Boronrad, wende mich an die Männer, die noch über sind. Heute haben wir den Dämonen einen schweren Schlag zugefügt. Wir haben Dutzende Paktira geschlachtet. Ha, unsere Arbeit ist getan. Doch noch liegt ein weiter Weg vor uns. Wir können nicht rasten. Paligan ist in die Schlucht geschlagen. Doch eines Tages wird er uns gehören. Wir marschieren. Wir suchen einen Weg daraus. Und wir werden unsere gefallenen Brüder nach Hause bringen. Bei Boron. Bei Boron. Und dann marschieren wir. So zieht die Prozession los. Die Toten, die Verletzten, allesamt gebt ihr euch Mühe, bei euren Kräften, die noch verblieben sind, sie mitzunehmen. Mit in Richtung Süden. Der Küste entlang folgend einen Tag. Dann trefft ihr auf die besagte... Ja, diese besagte Absteige. Dort gibt es tatsächlich einen kleinen Aufbau, einen Altar, wenn man so sagen möchte, mit den Runen von Charybdoroth. Allerdings zerstört, zerschlagen von großen Hämmern vor nicht allzu langer Zeit. Ein paar Säulen, die am Rande zu verschiedenen Seiten abstehen und ein Steg, der dort nach unten führt. Und dort eine kleine Lorche. Leer. Nur einige wenige Dinge, die man zum Überleben braucht. Einige Notreserven. Damit kann man auf alle Fälle segeln. Wir haben keine andere Wahl. Passen wir da alle rauf? Werden wir. Sehe ich nicht so. Wenn ihr mögt, dann werde ich hier bleiben. Zusammen mit einigen Freiwilligen oder diejenigen, die ihr auswählt, wenn wir noch zu viele sind. Ich denke, von hier aus könnten wir uns alleine durchschlagen. Allerdings solltet ihr vielleicht Verstärkung oder so etwas schicken. Ein weiteres Schiff nach hier hin. Seid ihr euch sicher? Das Ding ist eine Nussschale. 10 Meter lang, da passen wir nie im Leben alle rauf. Ist keine Dämonenarche, mein Junge. Wohl wahr, wohl wahr. Wie tief wir gesunken sind. Hoffentlich schafft sie den Weg nach Festum. Wenn wir es schaffen, kommen wir mit unseren Schiffen zurück und holen euch ab. Hi. Schickt Verstärkung. Viel Glück. Möge Fex mit euch sein. Und Effert mit euch, Kapitän. Ja, schweren Herzens. Trennen wir uns dann. Wir werden aber erstmal einige. Wir müssen auf jeden Fall Männer auswählen, die das Boot überhaupt fahren können, weil eigentlich sind das ja alles Söldner. Haben wir überhaupt noch Leute, die überhaupt dieses Boot steuern können, außer Kiaras? Ja, die Söldner haben dann auf alle Fälle Seemann-Qualität 2, wenn sie Söldner-Qualität 4 sind. Vielleicht auch ein bisschen schlechter. Das müsste jetzt auf alle Fälle ein guter Kapitän deichseln. Wir haben genug Leute. So ein kleines Schiff kann mit sehr wenig Crew steuern. Wir haben genug Leute, genug Hände. Ich denke, das kriege ich hin, dass ich die anweisen kann, dass sie das Richtige tun.
Ich war mein ganzes Leben auf Schiffen. Jetzt ist die entscheidende Frage, wohin? Richtung Norden, Festum. Wir müssen unser Schiff holen. Wir müssen Verstärkung holen, auch dass wir unsere Männer retten können. Meint ihr, wie lange werden wir brauchen bis nach Festum? Jetzt, wo wir nicht mehr auf einer Dämonenarche fahren, sondern auf diesem kleinen Boot hier. Eine gute Frage. Ich würde das gerne einmal versuchen wollen einzuschätzen. Immer versucht mir mal einzuschätzen, wie die Kombüse bestückt ist und welche Nahrungsmittel da sind, ob überhaupt welche da sind. Eine richtige Kombüse gibt es auf dem Schiff nicht. Es ist wie gesagt eine sehr, sehr kleine, 10 Meter lange Lorcha mit einem sehr kleinen Segel und dementsprechend wirst du hier trocken Zwieback essen dürfen. Gut, es gibt also Nahrung. Gut. Genau, Notfallvorräte, die dann entweder aus der Taverne mitgenommen worden sind oder eben dann sehr trocken hier eingelagert worden sind. Ja. Ich möchte ganz gerne immer versuchen zu kalkulieren, bei der Anzahl der Leute, die Kiaras mit an Bord nimmt, wie viele Tage wir denn wohl Essen ungefähr haben. Damit das wir so ein Zeitfenster haben, bis wann auch immer, wo wir irgendwie erscheinen müssen, wo wir hinsiegen als nächstes. Dann schaue ich mal auf die Karte. Sollst du mit versuchen, mit Hauswirtschaft einzuschätzen? Einen Moment. So, Kiaras hat mir schon eine Seefahrtprobe geschmissen. Mhm. Das wird allerdings nicht reichen, weil die erschwert ist. Entschuldigung, das ist jetzt einfach nur die. Du willst nur wissen, wie lange du von Rune. Ja, genau, ich wollte halt. Ich kann auch was anderes würfeln, wenn du magst dafür. Nee, alles okay. Das müssten jetzt noch Meilen, wenn das geeicht ist, 450 Meilen sein. Das ist nicht wenig. Sagen wir 40 Stunden. Also 2 Tage brauchen wir zurück. Das klingt, glaube ich, nach einer sehr realistischen Einschätzung. Also wenn wir gute Winde haben, schaffen wir so 10 bis 15 km/h. Genau, 10 bis 15 km/h, das klingt sinnvoll. Ja. Also gut, wenn alles glatt läuft, werden wir 2 Tage brauchen. Wenn nicht, wird das länger dauern. Wie viel Proviant haben wir? Wir können 50 Mann einen Tag ernähren. Ich weiß nicht, wie viele Mann ihr genau an Bord genommen hattet, Kapitän. Meister, wie viel haben maximal Platz auf dem Schiff? 10 Meter lang. Dementsprechend kannst du bei einem Segel musst du so oder so 10 Mann in den Segel haben, plus 3, die irgendwie das Schiff wirklich steuerbar machen. Das heißt, 13 müssen so oder so drauf und dann kannst du noch ungefähr, ich sag mal, nochmal 10 Mann mitnehmen. Also du musst ungefähr 10, 20 Mann zurücklassen. Hälfte, Hälfte. Also haben wir ungefähr 25 Mann an Bord. Ja, ungefähr 25 Mann. Wir haben natürlich die 10 extra Mann, haben wir natürlich die Schwerverletzten genommen. Alles andere macht auch keinen Sinn. Gut, dann könnt ihr auch nicht tauschen. Die Schwerverletzten können dann natürlich nicht segeln. Natürlich nicht, aber nun. Dann werden wir wohl ein wenig wach bleiben müssen. Zwei Tage in der blutigen See. Ohne Ablöse. Das wird. Dann brauchen wir, haben wir aber viel Vertrauen in euch, Kiaras. Nun, in wem wollt ihr sonst vertrauen? Auch wollt ihr hier bleiben? Das ist mit Sicherheit die schlechtere Alternative, das stimmt. Dachte ich mir. Und die Schwerverletzten können wir nicht hier lassen. Das wäre Mord. Haben wir jetzt eigentlich unseren ehemaligen Ronra-Geweihten mitgenommen? Also zumindest seine Leiche, meine ich? Ja, seinen Körper haben wir mitgenommen. Okay. Seltsamerweise ließ sich sein Schwert nicht mehr auftreiben. Nach wohin wollt ihr jetzt eigentlich segeln, Kapitän? Norden, Festum. Es ist der nächste sichere Hafen. Okay. Dann bekomme ich bitte eine Seefahrtprobe von dem Kapitän, wer auch immer es ist. Sie ist erschwert um 10 Punkte. Oha. Erleichtert, weil ich meereskundig bin? Das zählt für Wildnistalente, bin ich der Meinung. Nein, das zählt auf jeden Fall auch für Seefahrtsproben. Zählt auch?
Dann. Ja, klar, ist meereskundig. Meereskundig wirkt ja nur darauf. Du willst ja kein wildes Leben auf dem offenen Meer. Dann soll es gestattet sein. Bekomme ich eine Erleichterung aus innerem Kompass? 3. Ja. Nee, das ist ja nur zur Orientierung. Zur Orientierung? Navigation. Ja, aber es geht jetzt tatsächlich darum, dass du eben dich auf der blutigen See mit dem Schiff bewegen kannst. Ja klar, deswegen frage ich, ob ich nicht noch irgendwas raushauen kann. Nein, also einfach nach Norden, das kriegst du hin mit dem inneren Kompass, aber es geht jetzt tatsächlich darum, dass du jetzt Unwassertiefen oder so etwas entgehen kannst. Na gut, klar. Wie gesagt, ich hab's versucht. Die Erschwernis hattest du eingetragen. Gut. Ja. Dann kannst du erkennen, dass es hier unglaublich viele Trümmerteile gibt, die dann von Schiffen stammen. Auch viele Leichen, die, wenn du dann deinen Weg in Richtung Norden machst, auf dem Wasser treiben. Sie werden sich nicht erheben. Du kannst auch noch einige Schleimspuren erkennen, sowas wie Tangfetzen. Es gibt keine Geräusche mehr. Die Schlacht ist wohl hoffnungslos vorüber. Aber die Teile von den Schiffen, die dann nicht endgültig gefressen worden sind, was auch immer sich dann da in den vielen Stunden ereignet hat, werden dann hier herumtreiben. Nachdem du einige Zeit, ungefähr 10 Meilen gesegelt bist, kannst du vor dir aufragend erkennen eine Insel, die du hast die Karten ausgiebig studiert, abgezeichnet und dann eben auch die guten Karten von der KGA. Diese Insel ist nicht verzeichnet. Und zu euer aller Überraschung ist diese Insel bewachsen. Und zwar mit einem gigantischen Baum. 60 Meter hoch erhebt er sich. Ein grüner Apfelbaum. Und was bei Bochum? Land in Sicht! Macht euch bereit. Wir fahren daran vorbei. Ausguck, berichte mir. Da sind wohl Menschen... Ich kann vier Menschen erkennen. Freunde oder Feinde? Ich glaube, das ist der ehemalige Kapitän. Was? Was macht der denn dort? Wir nehmen Kurs auf die Insel. So soll es geschehen. Vor euch könnt ihr eine Insel erkennen, die ganz frisch entstanden ist. Ein Sandstrand, der hier ausläuft und dann... ziemlich hohe Weizenfelder, die hier aufragen, und dazwischen ein Apfelbaum. Irgendwo zwischen dem Weizenfeld kommt dann hinausgelaufen zum Strand hin Abelmir, Jalan und Jasper. Und Kohlrab, oder? Und Kohlrab. Humpelnd. Etwas später. Jalan schreitet vermutlich den ganzen Prozessionen relativ gebeutelt voran. Stützt sich... mehr schlecht als recht auf dem schwarzen Schwert ab, das er ja immer noch irgendwo hinter sich herzieht. Ist immer noch nackt? Er ist immer noch nackt und reckt dann unter einiger Grimasse das Schwert in die Luft, als er euch ankommen seht. Hey da!